Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier wieder unterwegs in World of Warships und das Ganze in der Lightning, in einer kommentierten bzw. eine nachkommentierte Runde. Diese Runde, die habe ich, da habe ich nicht selber aufgenommen. Deswegen mache ich das jetzt hier im Nachhinein und dann gucken wir mal, ob das auch so gut funktioniert. Die Lightning, ihr seht sie hier komplett nackig in weiß. Das ist allerdings eine Tarnung, also nicht beirren lassen. Die sieht halt sehr unspektakulär aus, aber ich finde sie halt sehr schön und die macht halt auch sehr gute Werte. Ich starte hier auf der rechten Seite, also fahre ich auch auf der rechten Seite und das Ganze ist hier ein 10er Match, wie immer oder wie so oft, sage ich mal, nicht vielleicht wie immer, aber wie so oft. Natürlich mit dem 8er Schiff kommt man dann sehr oft in ein 10er Match und das ist leider immer ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz habe ich mir hier gedacht, fährst mal einfach drauf zu und guckst mal einfach, was du denn hier so reißen kannst. Die Gegner sind dementsprechend heftig. Wir haben hier einige Radarkreuzer, darunter auch eine Moskwa. Bei einer Moskwa muss man immer aufpassen. Eine Moskwa hat zwar nicht ein Radar, was lange anhält, allerdings ein Radar, was sehr weit geht. Also weiter als das der Amerikaner. Bei den Amerikanern kann man immer so den Daumen auf 10 Kilometer legen. Bei den Russen sind das, glaube ich, sogar schon 11,5 oder so. Da muss man auf jeden Fall ein wenig vorsichtig sein, was man denn da tut. Ich habe hier auf meiner Seite auch ein bisschen Support. Da kommt noch eine Kavaros mit. Das ist sehr angenehm. Die Kavaros ist allerdings ein Zerstörer, der nicht unbedingt dafür gemacht ist, um auf den Spot raufzufahren. Das heißt, diese Aufgabe fällt mir zu. Und das ist halt auch wichtig zu gucken, was tut man in so ein Match. Was ist die Rolle, die man hier übernehmen kann? Meine Rolle hier in diesem Match ist definitiv nicht, großartig Schaden zu machen. Ich bin froh, wenn ich ein 10er Match überhaupt so überlebe und ja, wenn ich es tatsächlich schaffe, ein Schiff rauszunehmen, was ein höheres Tier hat als ich, dann sehe ich mich da als schon fast als Gewinner. Die erste Salve Torpedos, die ist jetzt an die Seite rausgegangen. Warum? Ganz einfach, viele Zerstörer, die schmiegen sich da an der Inselkette entlang. Und falls das der Fall sein sollte, dann kommt da zumindest schon mal eine Torpedowelle entgegen. Ich setze da immer sehr häufig Torpedos ab. Da ist hinten schon ein Zerstörer, der hier rauf will. Und ja, der versteckt sich da jetzt hinter die Insel. Das habe ich mir schon fast gedacht, allerdings macht er das sehr spät und sehr langsam. Deswegen habe ich meine zweiten Torpedowerfer dort schon in diesen Spalt reingeworfen. Um eben halt, ja, vielleicht den Zerstörer abzufangen, wenn er da reinfährt. Das ist ja so eine kleine Schnittstelle, da kann man von der Seite auch gut rein torpedieren. Also die erste Torpedowelle bei beiden war eigentlich ein kleiner Fehlgriff, aber immerhin der Zerstörer, der macht's nicht lange. Da geht er nämlich hops, denn unser Schiffssupport kommt von der anderen Seite da reingefahren und knallt den auch so raus. Jetzt nehmen wir hier den Spot ein, versuchen hier also ein bisschen auf diesen Spot Randale zu machen. Und jetzt ist halt auch schon, ich sehe, okay, ich muss die Kavaros irgendwie so ein bisschen in Schutz nehmen. Es kann nämlich durchaus sein, dass sie keine Nebelbank hat. Ich habe aber sehr oft Nebelbank, also muss ich versuchen, das ein bisschen zu managen. Das sehe ich so als meine Rolle jetzt in diesem Match. Er capt natürlich ganz safe hinter der Insel, ist auch völlig richtig. Und ich fahre jetzt hier auch schon ein bisschen vor in seine Nähe und zünde eine Nebelbank. Diese Nebelbank hält zwar nicht lange, aber ich kann Schaden machen. Und der Vorteil ist, hinter mir die Kavaros, die kann jetzt auch in diese Nebelbank hineinfahren und auch schon ordentlich rumschießen. Denn die macht definitiv mehr Schaden. Und ich versuche auch, sie ein wenig zu supporten, damit sie den Schaden auch anbringen kann. Denn nur, wenn das Team insgesamt viel Schaden macht und eben halt das gegnerische Team schneller rausboxt, dann gewinnt man. Und wenn man gewinnt, dann macht man halt einfach mehr Punkte, mehr Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Das muss ich ja nicht großartig noch erläutern. Ihr seht es, die Kavaros ist auch schon mit gut HE da hinterher am Schießen und ihre Granaten machen auch bei Weitem mehr Schaden. Natürlich, Brand ist Brand, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich sie mit dabei habe und dass sie dann auch rumschießen kann. Ja, meine Nebelbank, es ist halt eine britische Nebelbank, die hält nicht lange und dementsprechend muss man da zügig sein und dann auch rechtzeitig aufhören und wieder rausfahren. Also eine britische Nebelbank hält 40 Sekunden, die macht ganze drei Puffs, also drei sind Nebelflecken, das sehen wir auch gleich nochmal sehr schön. Und da muss man auch rechtzeitig anhalten, sonst wird das nichts. Mein Problem ist jetzt, wir sind zwar auf diesem Spot, aber hinter diesem Felsen befindet sich immer noch eine Hipper, die ist nicht das Problem.
aber auch eine Moskwa. Und die ist definitiv ein Problem, denn die kann aus der Distanz definitiv schon Radar zünden. Allerdings kommt auch unser Team auf deren Seite und die beiden Kreuzer da oben sind nämlich mehr oder weniger schon im Rückwärtsgang. Die Situation witter ich und versuche mich ein bisschen dichter in Position zu bringen, um meine Torpedos quasi hinter die Insel zu schicken, um die Schiffe, wenn sie im Rückwärtsgang sind und fliehen wollen, abzufangen. Jetzt kommt aber der nächste Nachteil der Lightning. Die Lightning hat nur 8 Kilometer Reichweite mit ihren Torpedos und das ist, ja, wirklich hart. Also das macht, ist eigentlich der größte negative Faktor, den ich so habe. Diese Torpedosalve geht jetzt hier auf die Hipper, die im Rückwärtsgang ist. Ich lagere mich hier ein bisschen vor, um halt zu spotten. Das sehe ich so als meine Aufgabe. Da jetzt aber die Hipper im Feuergefecht ist, nutze ich das, mache eine Nebelbank, denn irgendein anderes Schiff hinter mir bespaßt sie ja schon und dementsprechend wird sie offen sein. Das war so mein Plan, deswegen zünde ich die Nebelbank, um eben halt wieder hinter mir die Kabaros zu schützen. Die mischt sich zwar jetzt noch nicht ein, die hat, glaube ich, gerade was Besseres zu tun, aber das waren so meine Ambitionen. Und wären jetzt ausgegangen, die Schiffe, dann wäre ich rausgefahren und hätte einfach gespottet. Und nicht geschossen, sondern einfach den Schaden anderen überlassen und hätte einfach nur gespottet. Das wäre so meine Ambition. Die zweite Torpedosalve, die war jetzt auf die Moskwa gerichtet und die sitzt total. Die erste Torpedo links geht zwar noch gerade so vorbei, aber die anderen drei klatschen richtig böse ein. Und das tut der Moskwa richtig weh. Und jetzt heißt es ihr noch schnell den Rest geben, bevor sie sich wieder hochheilen kann. Denn eine Moskwa, die kann mich hier auch mit einer Salve gut 50-60% Schaden raushauen. Gar kein Problem. Da vorne haben wir jetzt noch eine Shimakaze. Meine Kabaros ist leicht angeschlagen, aber sie ist einfach das Damage-Schiff hier gerade auf den Spot. Sie ist in der Lage, da hinten die Shimakaze rauszunehmen. Meine Geschosse sind viel zu langsam. Die Shimakaze ist viel zu schnell. Ich zoome hier auch schon raus und ziele schon immer weiter nach vorne, treffe sie aber einfach nicht so gut. Die Kabaros hingegen, die trifft wirklich sehr gut. Die hat präzise Geschütze. Und ich zünde jetzt die Hydroakustik, weil ich mir genau das gedacht habe. Da kommt also ein riesen Teppich an Torpedos auf uns zu. Und jetzt halte ich erstmal an, um diese Torpedos an mir vorbeigehen zu lassen. Aber da war eine Buffalo. Und eine Buffalo hat Radar und genau das nutzt sie jetzt auch. Jetzt ist wirklich eine schwierige Situation, weil die Buffalo macht auf dieser Distanz, es waren unter 10 Kilometer, verdammt viel Schaden. Und da knallt es auch schon übelst rein. Und ich versuche jetzt hier rumzufahren. Gehe jetzt allerdings aus und denke mir, na gut, dann kann ich auch weiter rumfahren. Die Buffalo ist außer Radarreichweite rausgefahren. Also wende ich hier weiter hart ein. Und versuche weiterhin meine Kavaros zu supporten. Denn sie macht hier richtig Alarm, auch wenn sie jetzt gerade ordentlich einkassiert. Und jetzt, wo sie einkassiert, da checke ich erst, sie hat tatsächlich kein Nebel, sondern sie hat dieses Reparaturmodul drin. Bedeutet, alles klar, ich muss sie versuchen einzunebeln. Die da hinten ist eine Montana. Diese Montana, die hat unheimlich viel Schadenspunkte. Da weiß ich ganz genau, okay, mein Damage wird es nicht sein, dass die Montana da runterboxt. Da muss jetzt was passieren. Hinter mir ist auch, glaube ich, noch eine Hipper, nee, eine Rune. Eine Rune. Und ich call jetzt, ich mache eine Nebelbank. Die Kabaros ist wirklich fix dabei, die checkt das. Und lenkt hier auch schon hinter mir ein. Ihr seht es, sie fährt jetzt eine Rechtskurve hinter mir ran. Ich sag auch in 5 Sekunden, jetzt haue ich die Nebelbank raus und da sehen wir jetzt den ersten Ring. Jetzt sehen wir schon den zweiten Ring und jetzt kommt schon der dritte Ring und die Nebelaktion ist jetzt schon vorbei. Nee, jetzt ist sie vorbei. Das war schon. Also wirklich nur 3 so eine Ringe mache ich, aber ich kann halt die Rohn und die Kabaros dahinter verstecken. Ich spotte jetzt, das habe ich auch angekündigt. Das heißt für mich kein Damage, aber jetzt achten wir mal oben auf den Damage-Counter. Da ist noch eine kleine Zahl darunter. Das ist der Schaden, den mehr oder weniger ich jetzt verursache durch meine Teamkameraden. Also ich halte die gegnerischen Schiffe offen. Meine Teamkameraden schießen auf die gegnerischen Schiffe und ich bekomme dadurch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und gewinne dadurch ein bisschen was. Und diese Mechanik finde ich super cool. Noch dazu habe ich hier die ganze Zeit Hydroakustik an, weil ich selber die Shimakaze versuche zu jagen. Ich wusste, aus welcher Richtung sie kommt und habe von der Shimakaze den kompletten Torpedoteppich aufgemacht, der jetzt halt durch meine Rohn, die im Hintergrund ist, ausgewichen werden kann, beziehungsweise die Kavaros. Das ist wirklich, das ist Support. Nun lege ich mich hier mit der Montana an, habe ihr eine Torpedosalve rausgeschickt, denn sie kommt auf mich zu, ist zwar noch zu weit entfernt, 10 Kilometer Distanz, 8 Kilometer Reichweite mit den Torps. Da sie aber auf mich zukommt, versuche ich ihr natürlich, so ein Torpedo jetzt an den Kopf zu werfen. Das wäre sehr schön,
Aber selbst wenn sie die ausweichen sollte, steht sie durch die Position der Torpedos breitseitig zu meinem gesamten Team. Und das ist das, was ich in meinem Torpedos-Erkennen-Guide schon erwähnt habe. Die Torpedos machen denn zwar keinen Schaden, und das sehen wir auch gleich, ist zwar sehr schwer zu erkennen, aber die Torpedos rauschen an der Montana vorbei, verursachen keinen Schaden, ärgert mich natürlich, aber so wie sie jetzt steht, ist sie natürlich ein Opfer für das ganze Team, was auf sie schießt. Das ist zwar momentan nur die Kabaros und ich weiß gar nicht, die Ruhen, ob sie die schon zerrissen hat. Ich habe hier leider nur so ein kleines Fenster, ich sehe das gar nicht so genau. Jetzt kriege ich noch einen Brand drauf, habe also meine Genugtuung zur Montana, macht der Montana also noch ein bisschen Schaden. Und eigentlich habe ich auch die ganze Zeit gehofft, die Shimakaze wird sich mal mit mir anlegen, aber die Shimakaze, die hat wirklich einfach nur den Fluchtmodus Intus. Jetzt kann ich mir leisten, eine Nebelbank zu zünden. Warum? Weil mein Team da unten schon am Kämpfen ist. Ich kann es eh nicht supporten, bin zu weit weg. Aber jetzt muss ich ja auch nicht riskieren, dass die Montana vielleicht noch eine Salve auf mich abschießt oder ein anderes Schiff und mich kaputt macht. Ja, und das war eigentlich auch schon das gesamte Match. Wir haben hier noch eine Shimakaze, die irgendwo abhaut. Die werden wir aber leider nicht mehr finden. Und ja, den anderen Zerstörer, den nimmt es auch gleich noch hops. Wir versuchen hier noch so gut es geht zu orten. Ich habe noch einen großen Kuhfürsten am Schlepptau. Der hat, glaube ich, Funkortung an Bord. Auf jeden Fall weiß der eigentlich ziemlich präzise, wo sich die Shimakaze aufhält. Also er pinkt mir das auch immer sehr gut. Tatsächlich von den Tops, die immer so kommen, weiß ich auch, alles klar, der hat wahrscheinlich Funkortung oder sowas mit drauf. Allerdings kriegen wir sie leider nicht mehr erwischt. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Match einfach ein schönes Beispiel, was man machen kann, wenn man halt mit einem Low-Tier-Zerstörer, also Tier-8-Zerstörer als Low-Tier quasi in ein Tier-10-Match unterwegs ist. Da muss man einfach seine Prioritäten neu ordnen und einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt nicht den Damage, denn 74.000 Schadenspunkte auf Tier 10, also ein Tier 10 Match ist nicht die Welt, da ginge bestimmt noch mehr. Aber ich habe halt einfach versucht, die Kabaros zu supporten. Und die Kabaros, die hat hier richtig in diesem Match total gerockt. Die konnte halt ordentlich Damage machen. Und dementsprechend hat es unser Team ordentlich gepusht. Und das ist nämlich auch etwas, dieses Teamplay. Und gerade als Zerstörer ist man da sehr, sehr, eingebunden eigentlich, sein Team richtig vernünftig zu supporten. In richtigen Momenten ein wenig spotten, in richtigen Momenten vielleicht die Nebelbank nicht für sich selber, sondern für jemand anderen aufzudecken. Und das, was ich jetzt mache. Ich habe hier mit dem britischen Zerstörer einen Zerstörer, der sehr, sehr lange Hydroakustik zünden kann. Und dementsprechend kann ich vorgelagert sehr schön alle ankommenden Torpedos aufdecken. Und das ist Gold wert, wenn das Team nicht pennt. Natürlich gibt es auch Leute, die sehen, dass da schon seit 3 Stunden Torpedos auf mich unterwegs sind, aber die weichen trotzdem nicht aus. Ja, und da muss man halt gucken, dass man da auch ein Team erwischt, was ein bisschen fix unterwegs ist. Ja, die Zeit läuft hier insgesamt ab, also beziehungsweise unsere Punkte rattern hier so durch und das Match ist dementsprechend dann auch recht zügig jetzt zu Ende. Wir schießen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Man kann dadurch ein bisschen anpeilen, wo der Gegner sein muss, weil mein Radius, mein Aufdeckradius vergrößert sich ja, wenn ich schieße. Und dementsprechend kann man sagen so, okay, ich bin nicht mehr entdeckt, ich bin entdeckt, ich bin nicht mehr entdeckt, ich bin entdeckt. Also irgendwo dazwischen muss der Gegner sein. Ja, und am Ende des Matches zählt ja auch, was wir an Erfahrungspunkte bekommen. Und da stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht dafür, dass wir nicht allzu viel Damage gemacht haben. Sind wir hier, glaube ich, irgendwo im soliden Mittelfeld, oberen Mittelfeld. Ja, wir sind hier auf Platz 4, aber wir sehen die Kavaros zum Beispiel auf Platz 1. Die hat richtig gerockt und da ist man dann auch ein bisschen stolz, wenn man das supportet hat. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video war trotzdem lehrreich, auch wenn ich das jetzt hier nur nachgesprochen habe.